Ja, hallo, grüß Gott und willkommen zur Geistesschulung in einem Kurs in Wundern. Herzlich willkommen hier bei Heilungsperspektiven und der gemeinsamen Lektion Nummer 20. Ich bin entschlossen zu sehen, heißt sie. Und ich spüre da, das ist ein Bekunden von der inneren Haltung. Ich zeige Präsenz. Und das impliziert ja auch, dass ich bisher wohl irgendwie alles andere getan habe, aber nicht wirkliches Sehen. Und ich dachte doch, ich würde Dinge sehen. Und haben wir uns damit beschäftigt in den Anfanglektionen, und so heißt es ja in der Lektion Nummer 6, ich rege mich nicht auf aus dem Grund, aus dem ich es meine. Warum rege ich mich denn dann auf? Weißt du es noch? Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was überhaupt nicht da ist. Ja, wie kann ich mich aufregen über etwas, was nicht da ist? Ja, weil ich in allem nur meine Vergangenheit sehe. Ich bin nur mit Vergangenem beschäftigt. Ich habe alle diese Gedanken zu persönlichen Bildern geformt. Ich bin Bildermacher. Ich habe diese Bilder in schneller Sequenz zusammengefügt zu einem persönlichen Film. Und so hast du deinen persönlichen Film, ich meinen persönlichen Film. Wir können uns in unseren Welten nicht wirklich begegnen. Du redest vom Baum und Leuchtturm, du siehst einen ganz anderen Film in dir ablaufen. Es ist also auf diese Art und Weise wird alles nur mit unserem persönlichen Film in Abgleich gebracht. Ich sehe in allem nur Vergangenes. Das bedeutet für mich auch, wirkliches Sehen ist ein Hinweis, kann nur in der Gegenwärtigkeit stattfinden. Dazu braucht es Präsenz in der Gegenwart. Und wenn man nur gestern, vorgestern diese Lektion, wenn du spürst und vor allen Dingen in Anwendung gebracht hast, das ist mir so total wichtig, dieses praktiziere das doch mal, egal wo du bist. Ich brauche diesen Kurs nicht als Buch in der Theorie, sondern ich brauche ihn doch im Aldi, ich brauche ihn in der Post, ich brauche ihn in den direkten Begegnungen. Und dieses, was wir gestern hatten, ich reg mich auf über Person XXY und dann lass es nicht mehr dabei zu sagen, ja, hat schlecht geschlafen, Frau ist krank, Kind ist im Krankenhaus und so weiter. Dann lässt du dieses bei dem anderen, sondern sei in dem Moment jetzt ganz präsent. Stopp, das, was ich in dir sehe, worüber ich mich aufrege, ist das, was in meinem Geist geheilt sein will. Ich möchte dich, meine Aufregung über dich, darüber möchte ich mich in meiner Ganzheit erfahren, also einen Aspekt in meinem Inneren erkennen, den ich bisher im Außen gelassen habe. Und jetzt passiert was. Du bist immer in der Position, ich sehe dich so und mich so. Denn ich möchte das sehen, was uns beide vereint. Und jetzt wird's still. Und jetzt bist du in der Gegenwart. So, praktiziere diesen Kurs. Das ist für mich schon der erste Schritt gewesen, gestern, vorgestern, mit dem ich dann wirklich zeige, wenn du es angewendet hast heute in der Praxis, gestern in der Praxis, dann bist du wirklich entschlossen zu sehen. Denn der Kurs, er beschäftigt sich mit diesen Widerständen, die man gegen Frieden, die Erfahrung von Wahrheit und von Stille und von Liebe haben. Und du kannst dir sicher sein, der massive Abwehrmechanismus ist auch der, dass das Ego sagt, erstmal suche und finde nicht. Und es sagt, beschäftige dich, aber praktiziere nicht. Lass diese Dinge in der Theorie. Das bietet dir dieses Buch noch 10 Jahre an. Mit dem Deal, tu es aber nicht. Das ist heute für mich so angesprochen. Ich bin entschlossen zu sehen. Ich bekunde hiermit meine Haltung für einen praktischen Perspektivenwechsel. Du wirst nicht sehen unter Zwang. Denn das ruft Widerstände und also Groll und dann Widerstände hervor. Das ist auch nochmal so ein Punkt, den wir schon besprochen haben. Tu es mit Freude. Das Ego-Denksystem macht es ja ernst. Ernst mit Stringenz und es sieht das Resultat als, es ist resultatsorientiert. Mach dir einen Strich unten drunter, sag, noch nicht gut genug. Ernster werden, noch mehr Disziplin. Und für mich ist es, ich tue es mit einer inneren Haltung. Die innere Haltung ist Freude, die innere Haltung ist Dankbarkeit, die innere Haltung ist Gnade. Danke, dass ich mich doch mit Liebe, Friede und mit der Erfahrung von der Wahrheit beschäftigen darf. Und dann strahlt es doch an mir. Und so sind wir heute angehalten, jede Stunde zweimal
den Satz anzuwenden, ich bin entschlossen zu sehen. Spür mal in deinem Herzen, wenn so ein Satz klingt, ich bin entschlossen zu sehen. Ich bekunde hiermit diese Haltung. Und das Phänomen, das ist was spürbar im Hintergrund, was dort drin die Wahrheit spürt. Ich bin entschlossen zu sehen. Und ich habe dann für mich noch einen Satz daran gehängt, der es für mich dann einfach praktikabel macht. Denn wenn man ein wirkliches Sehen nur in der Gegenwart stattfinden kann, dann ist es ja nur möglich, wenn unsere Geschichten der Vergangenheit hier mal still sind. Und das ist für mich also der Satz, ich bin entschlossen zu sehen. Und jetzt bin ich praktisch draußen, in der Begegnung, beim Hundegassi. Denn ich möchte dir begegnen, ohne meine Geschichten. Stopp, ich möchte dieses erfahren, ohne meine Geschichten. Denn nur jetzt kann ich dir wirklich begegnen. Und jetzt passiert was, du verwandelst den Ort, an dem du jetzt gerade dann bist, zum heiligen Ort. Das heißt, der heilige Ort ist überall dort, wo du beschließt, dem anderen zu begegnen, ohne deine Geschichten. Der heilige Ort ist dort, wo wir einander beschließen, uns ohne unsere Vergangenheit zu begegnen. Dabei wünsche ich dir Freude. Du kannst es so vor dem Herz spüren. Ich wünsche dir, dass es sich dort erreichen kann, wo Wahrheit angesprochen werden kann. Ich sage danke für das gemeinsame Teilen. Danke für die Unterstützung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Lektion.